Die beläuft. So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle wieder dabei seid, zu einer Falldiskussion. Und zwar haben wir heute eine ganz besondere Falldiskussion, weil wir eine coole Konstellation an Präsenter und Diskutanten haben. Und so haben wir den Jonas, der auch schon oft als Diskutant mit dabei war und schon Fälle präsentiert hat, der uns einen Fall bringen wird. Und heute haben wir die Ehre, auch Oberarzt Dr. Dietmar Schiller dabei zu haben, der sich gleich selber noch vorstellen darf und mit dem ich vor fast einem Jahr, glaube ich, schon mal einen Fall diskutieren habe dürfen. Ich weiß, ich habe damals eine gute Freundin von mir in Berlin besucht. Darum erinnere ich mich noch so gut dran, wann das war. Und darf mich noch selbst kurz vorstellen, bevor ich dann dem Dietmar weitergebe, dass er sich noch vorstellen kann, was er sonst so tut. Ich bin die Lea, ich bin gerade fertig geworden mit dem Medizinstudium in Graz und interessiere mich sehr für innere Medizin und gebe weiter an den Dietmar, dass du dich mal vorstellst. Ja, grüße euch, schönen Abend allerseits. Ich bin im 40. Dienstjahr und höre nicht auf, mich jeden Tag an der Medizin zu freuen und was Neues dazu zu lernen. Du hast geschrieben, sei mir begnadet, das Adjektiv, das gefällt mir gar nicht so gut. Einfach begeistert klingt irgendwie besser, sportlicher. Lernen, lernen, das ist eines der Prinzipien. Ich war vor kurzem an der TU Graz bei einer Feier. Die ist abgeschlossen worden mit einem Zitat von der Marie Ebner von Eschenbach. Was heißt jung bleiben? Das heißt, Freude am Lernen zu haben, dann bereit sein, Gewohnheiten aufzugeben und drittens auch manch Widerspruch zu erdulden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und diese plastische Einstellung, flexible Einstellung, jeden Tag was zu lernen, nicht glauben, man könne alles wissen. Die Medizin ist viel zu komplex. Ist jeden Tag irgendwie eine Freude. Das beschreibt vielleicht meine Grundeinstellung. Ich komme von der Biografie her aus Hämato-Onkologie, Gastroenterologie, Endokrinologie, habe da einige durchlaufen und habe mich dann auch interessiert für seltenere Fälle, für seltenere Pathologien, die ja in der französischen Innenmedizin ein eigenes Fach darstellt. Und das mache ich eigentlich sehr gerne. Man muss sich Zeit nehmen, nochmal alle Daten durchzuackern und manchmal kommt man dann doch auf eine Diagnose, für die der Patient sehr dankbar ist, die abseits von den großen, manchmal abseits von den großen Organdisziplinen liegt. Ist das ausreichend leer? Oder Sammy? Das ist perfekt, mehr als das. Absolut. Dann darf ich dem Okay. Jonas, oder genau, dass du dich auch noch vorstellst. Ja, ich versuche es ganz kurz zu halten nach diesen klugen, weisen Worten. Ich bin Jonas, bin Assistenzarzt in der Inneren Medizin im vierten Jahr in Berlin, wo ich auch studiert habe. War hier primär in der Kardiologie, der Gastroenterologie und der internistischen Notaufnahme und Rotation. Genau, und lege aber gerade eine Pause an, um meine Doktorarbeit fertigzustellen. Und freue mich heute, den Fall präsentieren zu dürfen und auf die sicherlich sehr spannende, lehrreiche Diskussion von Lea und Dietmar. Und wird an Juri weitergeben, der zu Abbas spektakulärem Fall von letzter Woche noch eine kleine Recap mitgebracht hat. Ja, danke an euch alle. Ich freue mich extrem, den Dietmar und den Jonas hier heute dabei zu haben. Ich bin der Juri, ich glaube, die meisten kennen mich. Ich bin Assistenzarzt für innere Gastroenterologie und Hepatologie, versuche mich gerade ein bisschen einzuleben als Assistenzarzt, interessiere mich aber für jedes Fachgebiet, für vieles. Und Dietmar, du bist eine große Inspiration mit deinem Spruch, jeden Tag was lernen. Ich finde das sehr schön, das macht diesen Beruf spannend, sonst wird das sehr trüb und träge manchmal. Genau, wir haben letztes Mal, genau, Wiederholung ist auch ein guter Weg, um zu lernen. Wir wiederholen jedes Mal den Fall vom vorherigen Mal, heute ganz kurz, damit ich euch nicht die Zeit wegnehme. Der Abaka aus Berlin hat uns einen ganz spannenden Fall präsentiert. Ein 44-jähriger Mann, progredierende Dyspnöe, 2 Wochen mit Nachtschweiß, Gewichtsverlust, minus 8 Kilogramm in 6 Monaten. Also eine B-Symptomatik mit jetzt superakut drauf, dieser Dyspnöe. Wir haben gleich gesagt, das ist ein chronisch-inflammatorisches Dyspnoe-Syndrom. Und da denken wir an Lunge und Herz, das ist unser Fokus. Was haben wir noch erfahren? Er hat keine Vorerkrankungen. Er ist viel gereist. Mexiko und USA war dabei.
klinisch initial stabil, relativ unauffällig, etwas subfebril. Im Labor dann gleich einmal so eine große Red Flag für uns, 45.000 Leukozyten, also doch eine extrem ausgeprägte Leukozytose bei relativ niedrigem CRP von 22,5 und die LDH war auch erhöht. Das ist der Da sticht. Normbereich kleiner 10. Ja, genau, ich glaube kleiner 10 oder kleiner 11. Ja. Was ist dann ins Auge gestochen? Die 45.000 Leukos. Wir haben ein CT-Thorax bekommen. Da hat man eine Lungenembolie gesehen im rechten Oberlappen und ein Echo. Da haben wir gesehen, eine hyperdyname Linksventrikelfunktion, so ein Verdacht auf eine Hypertrophie der lateralen Wand. Das war das Erste. Das Zweite war, dass der rechte Ventrikel eingeschränkt ist in seiner systolischen Funktion und man hat ein D-Sign gesehen in der kurzen Achse. Und das Dritte war eine mittelgradige MINS, also Mitralklappeninsuffizienz mit nicht darstellbaren posterioren Segel. Und dieses Echo, das hat so viel Information drinnen, was uns erst im Retrospekt klar geworden ist. Der rechte Ventrikel macht schon einmal nicht so viel Sinn mit dem Design, weil die Lungenembolie nur segmental im rechten Oberlappen ist. Und der Jonas hat das auch im Chat geschrieben, der Abaka hat es dann gesagt und auch die beiden Diskutantinnen, dass das nicht so viel Sinn macht oder dass man dieses Design eher bei größeren zentralen PE sieht und nicht bei diesen segmentalen. Also es hat schon irgendwie keinen Sinn ergeben. Und diese Linksventrikel, diese Wandverdickung, die war auch irgendwie komisch und dass dieses posteriore Segel nicht darstellbar war. Wir haben dann ein Differentialblutbild bekommen und das hat man gesehen, dass von diesen 45.000 Leukos ganze 17.000 eosinophile Granulozyten waren. Das war eine Hypereosinophilie, eine extrem ausgeprägte Eosinophilie. Und Sammy und Lea haben uns dann mit auf die Reise genommen durch die Eosinophilie. Ich sage das hier nur ganz kurz. Man kann in drei Buckets denken, wahrscheinlich in mehreren. Man kann sich auch so eine Eselsbrücke zurechtlegen, aber primär klonal, eosinophile Leukämien, CML etc. Reaktiv, Allergie, Infektion, Fungi und Parasiten, maligne Erkrankungen, zum Beispiel das Hodgkin-Lymphom, Autoimmun, die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis oder auch milde Eosinophilie bei adrenaler Insuffizienz. Und dann so dieses idiopathische hypereosinophile Syndrom, da muss man über 6 Monate eine gewisse Eosinophilie erreichen. Und das haben wir uns durchgedacht, haben dann ein breites Labor bekommen, wo vieles eigentlich ausgeschlossen werden konnte. Und was hier auffällig war und was für mich auch ein Teaching Point war, ein Vitamin B12-Spiegel von über 2000. Sammy hat uns erklärt, stark erhöhtes Vitamin B12 kann ein Marker für eine hematologische Malignität sein. So ein großer Teaching Point für mich. Wir sind immer mehr in Richtung klonal primär gegangen, weil einfach sehr vieles, was diese reaktive Eosinophilie vielleicht auslösen würde, weggefallen ist. Und was dann zurückgekommen ist, ist eine Knochenmarksbiopsie mit 38% eosinophilen Granulozyten. Und in der Genetik eine Expression von diesem FIP-1L1 PDGRA. Und wir haben gelernt, das ist oder bestätigt uns die Diagnose einer myeloisch-lymphatischen Neoplasie mit Eosinophilie. Und aus der ist entstanden eine Löffler-Endomyokarditis mit subakuter Mitralklappeninsuffizienz mit kardiogenem Schock. Ein irrsinnig spannender Fall, das kann ich jetzt nicht so schnell zusammenfassen. Schaut es ihn euch selber an. Wir haben das alles auf YouTube hochgeladen. Heute ist überhaupt ein besonderes Event. Wir haben nämlich 200 Abonnenten erreicht. Ich habe das erst gesehen. Das ist doch ein Grund zu feiern. Und ihr könnt euch diesen Fall, das dauert ungefähr eine Stunde, könnt euch wirklich anschauen. Es ist sehr, sehr lehrreich. Und ja, in diesem Sinne gebe ich zurück an, ich weiß nicht, ja, an Jonas am besten, oder? Für den Fall und viel Spaß bei der Diskussion. Gratuliere. Einen Moment, ich versuche mal schnell meine Präsentation zu öffnen. Die PowerPoint nochmal neu starten. Jetzt. So, dann herzlich willkommen zum Fall für diese Woche. Ich mache mal schnell noch die Bildschirmpräsentation an. So, und bin sehr gespannt auf eure Gedanken zu diesem, wie ich finde, sehr spannenden Fall. Genau, Dietmar und Lea, wir müssen diskutieren heute. Und erstmal zu der Leitsymptomatik. Zu euch in die Notaufnahme kommt eine 48-jährige Patientin.
die seit 6 Monaten progredient über Belastungsdyspnoe und trockenen Husten klagt. Vielleicht erstmal Dietmar, was wären deine Gedanken in so einer Konstellation? Wie besorgt wärst du? In welche Richtung würdest du da denken? Die ersten Reflexe bei Belastungsdyspnoe und Husten wäre, dass es sich um eine pulmonale Dyspnoe handelt, wobei das ein Kurzschluss sein kann. Das muss man klar sagen. Ich würde die Anamnese sofort erweitern und systemisch alle Organsysteme durchfragen der Patienten, weil dieser Kurzschluss fehlerhaft sein kann. Das ist einer der häufigen auch Fallgruben, dass man sich sofort hängt auf eine Hypothese, also Belastungsdyspnoe und Husten ist gleich Lunge, aber das muss es bei weitem nicht sein. Es gibt Hustenursachen verschiedenster Art, nicht nur pulmonaler Art, sondern auch Zytokin vermittelt, zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen. Husten, das ist vielleicht das, was eher uns orientieren könnte im Vergleich zur progredienten Belastungsdyspnoe. Das könnte ja auch Ausdruck einer Anämie sein, einer kardialen Insuffizienz. Es könnte auch Ausdruck einer Muskelschwäche des ganzen Atemapparats sein, inklusive Diaphragma. Also da gibt es sehr viele Ursachen. Das wäre es einmal. Ich gebe das Mikrofon an die Lea. Ja, ich bin da auch ganz bei dir, dass die progredierende Belastungsdyspnoe für mich mehr ein Marker der Severity auf Englisch, also der Schwere vielleicht ist, und der trockene Husten. Husten an sich, wenn er seit 6 Monaten wirklich besteht, würde ich auch, wie die Elena im Chat geschrieben hat, von chronischem Husten reden. Und da ist die Frage auch, gibt es Red Flags zu Husten, weil Husten alleine kann jetzt sehr viele Ursachen haben. Von vielleicht kennen einige von uns das auch so nach postviralen Infektionen, Post-Covid, aber 6 Monate ist schon sehr lang. Und ich habe letztens auch gehört, dass so ein Post-Viral Cough, wie man davon spricht, doch nach 8 Wochen oder sowas eher untypisch wäre, dass das voranschreitet. Bei trockenem Husten, was sind so ein paar Dinge, an die man denken muss? Wie schaut es aus mit Expositionen? Welche Medikamente, welche Arbeitsexpositionen hat die Patientin? Irgendwelche Allergien, die vorhanden sind? Asthma, auch mal eine Refluxerkrankung kann zu trockenem Husten führen. Und natürlich dann schauen auch Rauchen, raucht die Patientin oder nicht. Und generell, ich suche dann nach Red Flags jetzt bald, um zu schauen. Eben Exposition, Rauchen, Malignom, muss ich eine Bildgebung machen? Sind andere Symptome noch dabei? Das wären meine initialen Gedanken, aber jetzt bin ich gespannt, was der Jonas noch hat. Ja, das sind ja schon mal tolle Gedanken. Ihr kriegt noch mal deutlich mehr Anamnese hier. Nochmal zur Vorstellungssymptomatik. Die Patientin klagt über Dyspnoe und Belastungsintoleranz im Sprechen Stadium 3. Wenn man da noch genauer nachhakt, dann geht das so ungefähr bloß nach einer Etage Treppensteigen oder auch bei schnellen Gehen in der Ebene. Sie hat trockenen Husten und dazu auch noch einen ungewollten Gewichtsverlust von 18 Kilogramm in den 6 Monaten. Und ausgeprägte Abgeschlagenheit. Wenn auf Nachfrage verneint sie Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Auswurf, Hämoptysen, Brustschmerzen, Übelkeit, Auffälligkeit bei Stuhlgang oder Miktion, Hautläsionen, Schleimhautläsionen, Entzündungszeichen der Augen und Gelenkbeschwerden. Zur Vorgeschichte, sie hatte vorbeschrieben eine tiefe Beinvenenthrombose auf der rechten Seite und eine bilaterale sekundale Lungenarterienembolie. Auch vor ziemlich genau 6 Monaten wurde das diagnostiziert. Da hatte sie auch schon, also Belastungsdyspnoe, aber nicht so ausgeprägt wie jetzt, und auch schon etwas Husten, aber das ist über die Zeit jetzt deutlich schlimmer geworden. Sie hat eine bekannte Hypothyreose und eine primäre Epilepsie schon seit vielen Jahren. An Medikationen nimmt sie Apixaban 2x5 Milligramm, Eltiroxin, Levetiracetam und Phenytoin. Sie trägt auch beidseits Thrombosestrümpfe und sagt, sie nimmt wirklich ihre Medikamente ganz zuverlässig jeden Tag und legt auch jeden Tag ihre Thrombosestrümpfe an. Sie verneint entweder Allergien. Die Mutter hat einen bekannten Typ-2-Diabetes mellitus, und es ist die Familienanamnese unauffällig. Und zur Exposition, die Patientin ist Nichtraucherin, konsumiert keine Drogen, trinkt keinen Alkohol.
War vor 7 Monaten nach Florida gereist, wohnt aber sonst in Boston und arbeitet im Büro. Genau, vielleicht da nochmal, irgendwie hilft das jetzt ein Stück weit, die Differentialdiagnose einzugrenzen. Gibt es da schon irgendeine Verdachtsdiagnose? Bleibt ihr jetzt nochmal mehr bei der Lunge hängen oder geht ihr vielleicht mehr von der Lunge weg? Ja, was denkst du, Lea? Ja, danke, Jonas. Also für mich sind auf jeden Fall jetzt einige Red Flags aufgetaucht, wegen dem Gewichtsverlust, dann auch wegen dieser systemischen Komponente, die wir auch haben mit der erhöhten Thromboseneigung, die diese Patientin zu haben scheint, mit der TVT und den Embolien in der Lunge. Für mich und der trockene Husten. Genau, also wir haben jetzt diese Red Flags, die Progredienz mit NYHA 3. Dadurch, dass das jetzt schon seit 6 Monaten vorhanden ist, ich habe jetzt überlegt, was könnte für mich eine systemische Komponente haben und trotzdem diesen Gewichtsverlust, da habe ich jetzt ganz grob an 3 Kategorien gedacht, an maligne Erkrankungen, an Infektionen und Autoimmunkrankheiten. Und wenn ich jetzt überlege, trockener Husten, das hat für mich auch irgendwie. Ich habe gehört, gibt es also versucht darauf zu achten, gibt es irgendwie produktiven Husten oder ein Sputum oder irgend sowas auch dabei ist, um mehr Richtung ist in der Alveole etwas, was mit rauskommt. Das lässt mich vielleicht mehr an interstitielle Prozesse denken, wobei es noch sehr breit sein kann. Aber ich glaube auf jeden Fall ein CT, eine Bildgebung der Lunge werden wir im Verlauf haben. Jetzt ist natürlich interessant zu überlegen, was könnte eventuell einen Prozess in der Lunge, den ich jetzt doch nein, eigentlich könnte es immer noch auch genauso vom Herzen kommen. Ich glaube, das kann ich noch gar nicht so. Vielleicht der Husten spricht mehr für die Lunge, aber kardiale Prozesse sind auch nicht auszuschließen oder eine pulmonale Hypertonie oder diese Hyperkoagulabilität, die die Patientin hat. Wenn wir jetzt weit denken und an letzte Woche denken, könnten wir auch an chronische Infektionen und Eosinophilie denken, so parasitär oder durch Pilze, die dann auch eine erhöhte Thromboseneigung haben, wie wir letzte Woche gelernt haben. Und natürlich maligne Geschehen, chronische Infektionen, das durch die Chronizität wäre die Differentialdiagnose dann auch mehr eingegrenzt, wenn wir darüber nachdenken. Ja, Dietmar, was sind deine Gedanken dazu? Für mich ist das sehr suspekt, dass üblicherweise ja der Verlauf der ist, dass eine tiefe Beinvenenthrombose mit Lungenembolien mit einer oralen Antikoagulation gut laufen sollte. Offenbar ist ja die Compliance der Patientin gegeben gewesen. Das ist ja, glaube ich, gesagt worden, oder? Dass sie das brav eingenommen hat. So sollte an und für sich das einen guten Verlauf nehmen. Es hat aber nicht einen guten Verlauf genommen. Und die Frage ist, ob eine Erkrankung dahinter steckt, die Embolien machen kann, Thrombosen machen kann, Embolien machen kann, die einer oralen Antikoagulation trotzen sozusagen. Ob eine Thrombophilie dahinter steckt oder ein Malignom mit einer paraneoplastischen Embolieneigung oder Thromboseneigung. Das wäre mein erster Gedanke. Ich könnte mir vorstellen, dass das Echo einfach die Rechtsherzbelastung zeigt im Sinne der pulmonalen arteriellen Hypertonie. Und wir uns aber dann Gedanken machen müssen, warum ist es zu dieser Resistenz gegen Antikoagulation oder zu diesem Verlauf gekommen? Warum ist es offenbar progredient? Ich kann mir vorstellen, dass das Echo oder die klinische Untersuchung mit Halsvenenstauung eine deutliche Rechtsherzbelastung oder pulmonalarterielle Hypertonie zeigen könnte. Ja, sehr gute, sinnvolle Gedanken hier auf jeden Fall schon mal. Legen wir gleich oder machen wir gleich weiter mit den nächsten adäquaten Informationen für euch. In der körperlichen Untersuchung haben wir eine Temperatur von 37 Grad Celsius, eine Herzfrequenz von 96 pro Minute, Blutdruck von 100 zu 60 Beizhalts, Atemfrequenz von 20 pro Minute, Sättigung von 95% bei Raumluft. Die Patientin ist 1,65 Meter groß und wiegt 48 Kilo. Hat davor aber mal 66 gewogen und ist eigentlich insgesamt im guten AZ. Die Hautinspektion ist unauffällig. Zu Kopfhals, wir haben keine Halsvenenstauung, kein Ikterus,
Mund- und Augeninspektionen sind unauffällig, also keine akuten Entzündungszeichen, keine Afen oder sowas. Und wir haben keine tastbare Lymphadenopathie. Die Herzsektion ist hochnormalfrequent, Rhythmus, Herzton sind rein, Pulsstatus peripher ist unauffällig. Es gibt ein vesikuläres Atemgeräusch, keine Rastgeräusche, keine Spastik. Die Bauchuntersuchung ist auch unauffällig, also kein Druckschmerz, Peristaltik ist regelrecht. An den Extremitäten finden wir keine Ödeme, keine akuten Thrombosezeichen. Der Gelenkstatus ist ebenfalls unauffällig, also keine druckschmerzhaften oder geschwollenen Gelenke zu finden. Sehr ausführliche Untersuchung hier. Und im EKG seht ihr den Sinusrhythmus, wie gesagt, Herzfrequenz 96 pro Minute, Steillagetypen, normwertige Zeiten. ST-Strecken sind isoelektrisch und ja, letztlich keine relevanten Auffälligkeiten. Wenn ihr das jetzt diskutiert, würde mich vielleicht noch interessieren, das war ja schon so im Raum Lungenbildgebung und Echo als weiterführende Diagnostik. Was wird euch im Labor konkret interessieren und vielleicht weiterhelfen? Und welche weiterführende Diagnostik hättet ihr vielleicht noch gerne, Ich hätte Dietmar? noch einen kleinen Kommentar einzufügen. Immer wenn was komisch läuft in der Medizin, an Medikamente oder Interaktionen denken. Wahrscheinlich wird es nicht sein, aber wenn Apixaban eingenommen wird, ob es eine Interaktion mit Levetiracetam, Phenytoin gibt, dass zum Beispiel die Wirkung der Antikoagulation abgeschwächt sein könnte. Also als Grundregel, wenn was komisch läuft in der Medizin, immer die Medikamente genau analysieren. Das wäre vorab noch ein kleiner Kommentar, bevor wir zu weiteren technischen Untersuchungen kommen. Willst du gleich weiter diskutieren, die neuen Informationen? Ich würde jetzt als nächsten Schritt doch das Labor abwarten und eine Echokardiographie haben wollen. Als Bildgebung, also relativ jetzt gierig nach Technik bin ich, nach diesem wenig ergiebigen klinischen Status, muss man sagen. Weil vielleicht, es ist noch immer von den Daten, die wir hier bekommen haben, zum Beispiel eine Anämie vorliegen könnte. Sie ist zwar nicht blass, glaube ich. Es ist kein Ikterus beschrieben, aber keine Blässe aufgefallen, würde ich doch Labor und Echokardiographie und Lungenbildgebung haben wollen. Ich habe hier nach den zusätzlichen Informationen der klinischen Untersuchung keinen weiteren Verdacht jetzt schöpfen können. Gibt es vielleicht noch irgendwelche konkreten Laborwerte außer HB, auf die du besonders schauen würdest bei so einer Patientin mit der Symptomatik? Das Blutbild haben wir schon gesagt. Die Frage ist, ob ein inflammatorisches Syndrom vorliegt, zum Beispiel. Das wird sich im Labor zeigen. Die Nierenfunktion, Basis, die Leberfunktion eher weniger, glaube ich, interessant. Aber das wäre ein wichtiger Punkt im Labor. Ich kann natürlich auch Marker der kardialen Insuffizienz oder der myokardialen Belastung mir wünschen, aber das würde wahrscheinlich auch im Echokardiogramm dann klarer herauskristallisiert werden. Ja, super. Bildgebung weiter dann auch von der Lunge. Genau, ich sage vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Ich habe mir überlegt, was bringt mir jetzt die körperliche Untersuchung jetzt. Es sind viele negative Sachen da auch, vieles scheint irgendwie normal. Am Ende brauchen wir sicher die apparative Untersuchung, aber wenn in der Lunge es normal zu sein scheint, aber wir doch vermuten, dass eventuell was bei der Lunge ist, dann habe ich in vielen Fällen schon das Learning gehabt, dass es dann am Ende etwas mit dem Gefäßsystem in der Lunge war. Und da bin ich gespannt dann drauf, ob diese Hypothese dann in dem Fall auch sich, ja, sich bewahrheitet. Ja, wieder total kluge, sinnvolle Punkte hier. Ich würde mich einfach als nächstes so ein Stück gesammelt Labor geben zur nächsten Diskussion und danach kriegt ihr auf jeden Fall auch die schon verlangte Bildgebung. Im Labor erstmal eigentlich Blutbild ist so unauffällig, HB von 15, Leukos von 11.500, also hochnormal, DIFB ist auch unauffällig, Thrombozyten sind auch hochnormal. In der klinischen Chemie haben wir völlig unauffällige Elektrolyte, gute Nierenfunktion, die kardialen Biomarker, also Troponin für einen Herzmuskelschaden und NT-proBNP als Herzinsuffizienzmarker sind
Jeweils im Normbereich. Didymeer ist mit 2,5, ungefähr zehnfach über Norm. CRP ist mit 106 auch deutlich erhöht und die BSG ist auch mit abgenommen worden, ist mit 70 Millimeter pro Stunde auch deutlich erhöht. Albumin sowie Leber- und Cholestase-Parameter sind alle völlig unauffällig. Ferritin ist mit 350 leicht erhöht, TSH ist normal. Gerinnungswerte sind ebenfalls normal. Blutkulturen wurden auch zu Beginn abgenommen. Da gibt es aber kein Erregerwachstum und auch der Urinstatus ist hier völlig unauffällig. Lea, was wären deine Gedanken zu dem Labor? Ja, es ist spannend. Wir haben, Dietmar, du hast vorhin auch die Frage gestellt, inflammatorisches Syndrom, ja oder nein? Wir haben jetzt doch sehr stark erhöhtes CRP und BSG, auch wenn Leukozyten eher jetzt Normbereich sind. Didymeer, dadurch, dass der so erhöht war, hat mich jetzt doch vielleicht an wieder eine PAE denken lassen oder ein erneutes thrombotisches Geschehen bei der Patientin. Ist natürlich ein unspezifischer Marker, aber das ist trotzdem was, was ich ausschließen wollen würde. Würde auch gut zusammenpassen mit der körperlichen Untersuchung bis jetzt und diesem doch eher tachykarden, mit eher tachykarden Herzfrequenz bei dieser schmächtigeren, sage ich jetzt mal, Patientin, so wie sie wirkt beim Status hier von der Information. Das wären jetzt meine ersten Gedanken zu dem D-Dimer. Ich glaube, es ist hilfreich für mich auch Urin anzuschauen, vor allem wenn wir jetzt Richtung Systemkrankheit, Autoimmunkrankheit denken, weil die oft auch die Niere mitbefallen können oder generell, ob da eine Involvierung mit dabei ist. Die Frage ist jetzt, woher kommt diese entzündliche Aktivität und woher kommt diese Thromboseneigung, von der wir ja irgendwie ausgehen auch. Da ist für mich immer noch häufigste Ursache, wäre ein Malignom und dann müssten wir weiterschauen, auch Blutbild unauffällig. Okay, also die periphere Eosinophilie haben wir in diesem Fall auch nicht. Dietmar, was sagst du? Beim inflammatorischen Syndrom ist so eine Grundregel, ist ganz ähnlich wie bei dem FOO. Es gibt drei große Gruppen, die man zuerst einmal beleuchtet. Das ist erstens der Tumor, zweitens die Infektion und drittens die Autoimmunologie. Wir haben jetzt eigentlich nur eine Patientin mit 18 Kilo Gewichtsverlust, die eine Thrombosevorgeschichte hat und ein inflammatorisches Syndrom aufweist. Ich kann jetzt noch nicht meine Karte in eine dieser drei Kategorien stecken. Kann ich nicht. Es könnte irgendwo ein Tumor sitzen. Das wird die Bildgebung klären. Eine Infektion wäre schon möglich. Bei einer Infektion mit den 6 Monaten, glaube ich, Anamnese, chronische Infektion, immer denken an die Tuberkulose. Immer denken an die Tuberkulose und immer denken an die Tuberkulose, wenn sich sonst evident ist. Und die Tumor, habe ich gesagt, Bildgebung, Autoimmunologie. Welche Autoimmunerkrankung könnte das machen? Sie ist 48 und damit fällt die Riesenzellarteritis des Alten aus. Es wäre TKA schon noch möglich mit 48. Sonst haben wir von der Klinik wenig Hinweise für eine rheumatologische Erkrankung. Muss kurz nachdenken, eigentlich nicht. Ja, ich würde jetzt mir Bildgebung wünschen. Ja, total gute, sinnvolle Gedanken weiter. Ich versuche gar nicht so viel hier zu ergänzen, weil ich glaube, es ist jedes Mal so alles gesagt. Und ich denke auch hier zu diesem Zeitpunkt kann man eigentlich noch keine Diagnose stellen. Man braucht einfach weiterführende Diagnostik, um hier weiterzukommen. Und deshalb würde ich euch hier gerne noch ein größeres Paket an Bildgebung an die Hand geben. Es wurde eine Echokardiographie durchgeführt. Da sieht man eine LVEF von 55%. Die ist also normal. Die Herzhöhlen sind insgesamt normal dimensioniert. Die Klappenfunktion ist intakt, aber der systolische pulmonalarterielle Druck, den man sozusagen indirekt im rechten Herzen messen kann, der ist mit 45 Millimeter Hg so gerade so mittelgradig erhöht, würde ich sagen. Ja, also erhöhter Lungendruck kann man im Echo ableiten, aber jetzt ohne Zeichen für eine komplette
ja, Überlastung des rechten Herzens, wie so ein D-Sign oder so eine schwere Tricuspidalklappeninsuffizienz. Das sieht man ja auch manchmal akut. Das haben wir hier aber nicht. Es gibt keine Kinetikstörungen und keinen Perikarderguss. Und dann hat man sowohl ein CT als auch ein MRT vom Thorax mit Kontrastmittel im Verlauf durchgeführt. Das würde ich euch jetzt auch hier gebündelt geben. Man sieht letztlich thrombotisch subtotalen Verschluss der zentralen rechten Pulmonalarterie und multiple Verschlüsse der Subsegmentalarterien beidseits. Außerdem sieht man kleinere Lungeninfarkte. Es gibt zwei fokale Dilatationen der linken Pulmonalarterie. Die eine misst 1,1 cm im Diameter und die andere 2,4 cm. Es gibt einen kleinen Pleuraerguss rechts, aber der ist, ja, macht keine relevante Atelektase und ist auch nicht so, dass man den irgendwie akut punktieren müsste. Genau, und ansonsten kein klassisches Infiltrat, keine Raumforderung. Ich glaube, es gab wie so ein ganz kleine Milchglas, so ein kleines Milchglas-Infiltrat im Bereich dieser Aussackung der Pulmonalarterie links. Im Verlauf gab es auch noch eine Ventilationsperfusionsszintigraphie mit deutlichem Perfusionsverlust der rechten Lunge und eine Minderperfusion des linken Unterlappens, was man sicher hier denken kann. Es wurden Duplex durchgeführt von den Beinvenen und da sieht man doch noch den Nachweis einer tiefen Beinvenenthrombose der rechten Vena popliteea. Der Thrombus ist ungefähr 1 cm lang und ich kann euch vielleicht auch noch verraten, das steht jetzt hier nicht explizit, aber in der ja, zumindest im Sonoabdomen hat man jetzt keine akuten entzündlichen oder tumorösen Läsionen gesehen. Vielleicht nochmal zu den, es gibt auch Bilder davon, ne? Hier sieht man eigentlich sehr gut die, sieht man meine Maus? Ja, sehr gut die Lungenarterienembolie der rechten Lungenarterie, ne? Das ist noch gerade so zentral, bevor die sich hier aufteilt in die Hauptsegmentarterien. Hier ist die Aufweitung der linken Pulmonalarterie. Hier sieht man die auch noch mal ganz gut, diese Aufweitung, und hier sieht man noch mal diese Lungenembolie im MRT. So. Kurze Genau. Zwischenfrage, die Thrombos sind 240.000, nicht 24.000. Entschuldigung, ja, da habe Die ich einen Namen Thrombos, vergessen. das Ja, ist und okay, ja. die sind normwertig. Lea, bitte. Oder soll ich zuerst? Ich kann auch gerne, dann kannst du ergänzen, wie du magst. Geht, go ahead. Passt. Ja, wir haben jetzt doch einige unserer Hypothesen hier auch bestätigt mit diesen Lungenembolien unter TVT und wir sind eigentlich doch wieder bei dem Problem, was du ganz am Anfang angesprochen hast, von wieso hat diese Patientin diese Thromboseneigung trotz der Antikoagulation. Und ich glaube, in meinem Kopf gibt es da ein paar Dinge, die für mich immer komisch sind, wenn die Patientin Thromben hat. Weil wir wollen dann immer wissen, gibt es irgendwelche Trigger, die Patientinnen haben? Oder ist es eben so ein komischer Fall? Und was ist komisch? Arterielle Thromben entstehen viel schwerer als venöse Thromben zum Beispiel. Oder wenn sie unter Koagulation sind, wenn es rezidivierend ist, was ja auch bei dieser Patientin vortritt, die hat es ja und sie hat zusätzlich noch die Antikoagulation. Also es sind einige Dinge, die schon zu diesem hypercoagulable State dazu passen. Und da sind dann Fragen, okay, könnte es ein Malignom sein? Bis jetzt haben wir nicht wirklich einen Hinweis von der Bildgebung her, dass irgendwo eine Raumforderung wäre. Dann sind andere Differentialdiagnosen, die dann noch so in meinem Kopf sind, sowas wie ein Antiphospholipid-Syndrom zum Beispiel oder eine Vaskulitis, vielleicht seltenere, die vielleicht vom klinischen Bild jetzt nicht so unbedingt dazu passen, eine thrombotische Mikroangiopathie oder PNH zum Beispiel, eben eine Eosinophilie auch, oder streut es von irgendwo. Das heißt, es kann sein, dass es einen Fokus gibt. Wir hatten auch schon öfter die Diskussion zu marantischer Endokarditis zum Beispiel. Wir haben jetzt auch keinen Hinweis daher, aber gibt es irgendwo einen Fokus, wo Embolien streuen und das einfach sich im ganzen Körper dann verteilt? Aber ich tue mir jetzt noch schwer, konkret zu sagen, was es sein könnte. Bei einer Thrombophilie alleine, einer hereditären, würde ich mir dieses inflammatorische Syndrom nicht erwarten. Also es ist ja interessant, was da bei dieser Patientin ist, oder
Das weiß ich jetzt nicht. Ist das eine Reaktion auf die Thromben, dass dann die Inflammation passiert? Stelle ich mal so als Frage in den Raum. Ich weiß nicht, Dietmar, was sagst du dazu? Also eine der Ursachen des FUO ist eine Lungenembolie oder Lungenembolien. Das kann das schon erklären. Was auffällig ist, wenn sich das über 6 Monate hingezogen hat, dass diese Entzündung nicht zu einer Anämisierung geführt hat. Natürlich ist sie vielleicht ein bisschen hypoxisch, aber HB15, hier sehen wir überhaupt keine Auswirkung dieser Entzündung auf die Hämatopoese. Dennoch, wie Lea oder ich ursprünglich schon gesagt habe, wir müssen uns überlegen, liegt hier eine giftige Thrombophilie vor? Es sollte eigentlich mit Antikoagulation gut gelaufen sein. Es ist sie es nicht. Das haben wir jetzt bildgebend bestätigt bekommen. Und die Frage ist Thrombophilie-Screening. Die Frage ist Karzinomsuche. Zum Beispiel beim Pankreaskarzinom kann ich eine Thromboseneigung haben, die antikoagulationsresistent ist. Das heißt, wir haben jetzt CT und MRT-Thorax. Wir müssen eigentlich jetzt infradiaphragmal weiterdenken. Die Echokardiografie ist ja schon gemacht. Das heißt, ich würde hier schon in den Bauch weiterdenken. Vielleicht sehen wir einen Tumor dort, der paraneoplastisch diese Embolieneigung hervorruft und das, soweit es unter Apixaban möglich ist, das Thrombophilie-Screening voranzutreiben. Die Thrombos sind normal und weil die 24.000 haben mich sozusagen denken lassen an eine PNH. Hämatologisch, dass eine myeloproliferative Erkrankung vorliegt. Wir haben jetzt vor kurzem einen jungen Mann gesehen mit Portal-Thrombose, völlig normalem Blutbild und einer JAK2-Mutation liegt eine Myeloproliferation vor. Das würde aber alles Teil des Thrombophilie-Screenings sein. Auf das warte ich schon mit angehaltenem Atem, genauso wie auf die Bildgebung infradiaphragmal. Ja, sehr gute Punkte. Ich würde gerne noch einmal nachhaken, weil ihr da noch nicht so drauf eingegangen seid, auf diese zwei fokalen Dilatationen der linken Pulmonalarterie. Wenn man die Radiologie drauf festnagelt, würden die das als pulmonalarterielle Aneurysmata näher beschreiben, ob euch das noch irgendeinen Hint gibt. Da würde ich denken an eine Erkrankung wie den Behçet, der die Lungenarterien betreffen kann, Fokal- und Dilatationen hervorruft. Damit würde auch das inflammatorische Syndrom erklärt sein können. Toller Punkt. Dilatation Ja. von Arterien im Rahmen von Vaskulitiden, da assoziiere ich auch die Panarthritis nodosa damit. So große Arterien würden bei einer Anka- oder mikroskopischen Polyangitis wohl nicht betroffen sein. Ja, sehr wichtiger Punkt hier. So, das Bild haben wir schon gesehen. Es gibt noch mal ergänzend die Labordiagnostik. Vielleicht noch vor der Labordiagnostik kann ich auch noch mal sagen, in einem CT-Abdomen würde man auch überhaupt keinen Hinweis sehen für einen Tumor, für ein Malignom. So, und dann zur weiteren Labordiagnostik. Es gibt eine ausführliche Serologie. Man hat ANA, P-Anker, C-Anker abgenommen, alles negativ. Antikardiolipin und Antibeta-2-Glykoproteinen als typische Antikörper für ein Antiphospholipid-Syndrom, auch diese negativ. HIV-Test negativ, Quantiferon-Test negativ. Und Lewis-Serologie ist auch negativ. Zur Gründungsdiagnostik, wenn man es genau nimmt, ist die zwischendurch mal erfolgt. Sozusagen jetzt vor der akuten Vorstellung, sondern zu einem Zeitpunkt, wo man guten Gewissens ja, das Apixaban zwischendurch pausieren konnte, um da die Werte nicht zu verfälschen. Das ist vielleicht schon eine Pearl oder ein Teaching-Punkt, den ich hier vorwegnehmen kann, ne, für eine ausführliche Gerinnungsdiagnostik mit diesen ganzen funktionellen Assays auch. Muss man quasi Antikoagulation pausieren und man kann es auch nicht in der akuten Thrombembolie machen, weil das die Werte total verfälscht. Aber auch hierfür, da hat man relativ viel getestet in alle Richtungen, Protein C und S und allerlei Gerinnungsfaktoren und Faktor 5 Leiden und Prothrombin und Homozystein quantitativ. Letztlich ist die Gerinnungsdiagnostik hier unauffällig gewesen. Also kein Hinweis für eine ja, genetische Thrombophilie. Dann würde ich denken, wir werden uns ein bisschen den Gefäßen zuwenden. Den Takayasu habe ich angesprochen, das wäre atypisch den Behçet.
Das heißt, es wäre eine PCT-Untersuchung der Gefäße sehr interessant, ob sich dort eine Entzündung abspielt. Wenn jetzt eigentlich, wenn wir jetzt sagen, abdominell, gynäkologisch, Abdomen-CT, fassen wir nichts, müssten wir bei diesem Entzündungssyndrom an eine Großgefäßvaskulitis denken. Und mit 48 Jahren käme da eine Panarthritis nodosa, diese Behçet-Variante, die kann es seinen Eigennamen nicht nennen, die sich an den Lungenarterien abspielt, in Frage unter Takayasu. Ist eine Vaskulitis schuld an diesem refraktären Thrombusgeschehen und den Dilatationen der linken Pulmonalarterie, die ich beim ersten Durchlesen eigentlich ein bisschen überlesen habe. Ja, ich bin da auch bei dir. Ich würde vielleicht dann noch, wenn wir sagen, Behçet als Hypothese, bei der Patientin erfragen wollen, eine Geschichte von Augenentzündungen, Ausschlag, orale Ulzera, genitale Ulzera, Herkunft, Ethnie kann da auch mal ein Hinweis sein. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht mit der Pulmonalarterie, weil bei PAN habe ich mir das irgendwie so eingespeichert, dass die Lungenarterien ausgespart sind. Deshalb würde ich das nicht damit assoziieren, aber ich bin auf jeden Fall auch dabei. Wir haben jetzt das Workup für viele andere Dinge bis jetzt negativ. Gefäßentzündung, Behçet kann alle Gefäße und Größen auch involvieren. Deshalb wird es auch noch dazu passen. Es ist nicht nur eine Kleingefäß oder nur auf eine Größe der Gefäße Vaskulitis. Genau. Ja, super gut. Genau, vielleicht jetzt nochmal, um bei dieser, ihr habt ja schon so ein paar konkrete vaskulitische Syndrome auch genannt, um vielleicht da nochmal dem einmal, um dem jetzt auf die Spur zu kommen, was für erweiterte Diagnostik könnte man jetzt noch vornehmen, wo schon so viel gelaufen ist, A. Und B, was würdet ihr therapeutisch mit dieser Patientin machen, die ja doch ja sozusagen eine sehr große Lungenarterienembolie hat und sogar schon antikoaguliert ist, auch wenn sie jetzt sozusagen formell gesehen nicht in einem kardiogenen Schockzustand ist und auch respiratorisch noch stabil ist. Wie machen wir hier weiter? Ich kann auch schon vielleicht vorwegnehmen, es kommt nur noch ein diagnostischer Aliquot und danach auch schon die Lösung. Deshalb, ja, könnte das ja vielleicht noch zusammen überlegen. Also A würde ich einen Entzündungspet machen und B die Antikoagulation intensivieren, wahrscheinlich mit Heparin laborgesteuert, eine maximale Antikoagulation in die Wege leiten. Ja, was mir noch eingefallen ist beim Arterie Behçet. würde vielleicht Entschuldigung, arteriell vielleicht, dass man mit Aspirin noch zusätzlich arbeitet, so wie bei einem Antikörpersyndrom. Das wären meine zwei Gedanken. Weil ich füge vielleicht noch hinzu den Pathergietest, der mit Behçet auch assoziiert ist. Das ist genau, wo man sieht, wenn eine Einstichstelle oder Ähnliches und dann entsteht so ein, wie beim Quantiferon-Test quasi, so eine Art Quaddel um die Einstichstelle. Und das wäre auch ein typischer Test, der positiv wäre. Ja. Genau, die Ethnizität wäre interessant, aber das würde uns auch nicht entscheidend weiterhelfen. Also ich würde auf diesen Entzündungspet sehr bezüglich Vaskulitis setzen. Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Das ist hier nicht erfolgt. Was erfolgt, das ist eine Heparinisierung. Das ist ein guter Punkt. Das kann man nochmal so gezielt steuern, dass es nochmal stärker antikoagulatorisch wirkt als sozusagen eine direkte orale Antikoagulation. Und es ist aber hier eine andere Diagnostik erfolgt, statt des PETs, wo man sozusagen sich direkt das Gefäß anschauen kann, wenn man so will. Also noch direkter. Und zwar die Problematik ist hier, diese beiden pulmonalarteriellen Aneurysmata, das ist höchst brenzlig, haben da die Autorinnen und Autoren diesen Fall beschrieben, weil zu diesem Zeitpunkt ist ja sozusagen durch die gestörte Perfusion der rechten Lunge und den Euler-Lilienthal-Mechanismus, also da, wo sozusagen sind die Gefäße dann eh schon eng peripher und letztlich ist viel mehr Perfusion und viel mehr Druck da auf der linken Lunge, als physiologisch das der Fall wäre und auf dem Gefäßsystem dort.
Und diese Aneurysmata können jederzeit einreißen und explodieren. Und dann hat die Patientin Hämoptyse und ist ja eh schon antikoaguliert. Das heißt, sie wird dann so eine Mischung aus Ersticken und Verbluten haben und eine sehr hohe Letalitätsgefahr. Deswegen haben die hier ziemlich zeitnah eine operative Thromboendarteriektomie durchgeführt, um eben die Situation da zu verbessern und auch den Druck zu entlasten einerseits und die Perfusion der rechten Lunge zu verbessern. Und daraus konnte man eine Histopathologie entnehmen. Und da sieht man einen organisierten, größeren Thrombus, den wir auch schon in der Bildgebung gesehen haben, aber dazu eben auch noch eine ausgeprägte Entzündungsreaktion von Gefäßwand, und Thrombus mit Infiltrat aus T-Zellen, hämosiderinbeladenen Makrophagen und Plasmazellen und eine, Fibrosierung der Gefäßwand. Und man sieht das hier auch nochmal. Also hier ist dieser riesengroße Thrombus und man sieht hier ein sehr ausgeprägtes Entzündungsinfiltrat mit verschiedenen Färbungen. CD3 als Marker für T-Zellen und CD68 als Marker für Makrophagen, die sind hier offenbar zahlreich vorhanden. Genau. Und anhand dieser Befunde wurde dann sozusagen die Diagnose gestellt. Und ihr seid auch schon nah dran, auch das kann ich vielleicht schon verraten. Ja, was sind deine letzten Gedanken erstmal? Ja, also ich interpretiere den Befund so, dass wir eine Entzündungsreaktion im Gefäß haben, also eine Vaskulitis. Und wir haben jetzt aber sonst keine nekrotisierende Entzündung, was ich zum Beispiel bei einer PAN erwarten würde. Und auch jetzt kein Hinweis auf irgendwelche Erreger, die in der Histologie wären, weil auch mykotische Aneurysmata in Gefäßen sind ja vorhanden. Die habe ich bis jetzt vor allem in der Aorta in Erinnerung bei Fällen, die ich so gelesen habe. Aber ansonsten würde ich das als Vaskulitis einschätzen und nachdem Bechtert bis jetzt am besten dazu passt für mich, das als primäre Diagnose priorisieren. Dietmar. Ich habe jetzt ein bisschen mir den Kopf gekratzt, das ist Hughes-Dowin-Syndrom, dass sich der Bechtjes sich äußert in den Pulmonalarterien. Ich bin überfragt, ich kann nicht sagen, ob dieses pathologische Präparat das stützt. Wir haben die Pathologie schon von der Lea, wir haben die Anamnese, ob es irgendwelche Hinweise für bipolare Aften gibt. Vielleicht steckt irgendwas noch, das hier nicht genannt wurde, aber das würde mir am ehesten einfallen zu dem Thema Pulmonalarterienaneurysmen und diesen Entzündungsbefund. Man hat eine Thrombektomie gemacht, wobei eigentlich die Echokardiographie nicht so stark extrem rechtsbelastet ausgeschaut hat und auch das Pro-BNP normwertig war. Also die massive Rechtsbelastung scheint es nicht gegeben zu haben. Dennoch wurde offenbar versucht, Teile des kleinen Kreislaufs zu rekanalisieren. Und jetzt gibt es diesen Entzündungsbefund. Ob das eine definitive Diagnose erlaubt, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ganz hervorragend. Ich bin hellauf begeistert von dieser Diskussion und ich tease euch noch ein bisschen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, um das nochmal ein bisschen mehr zu framen und auch so ein bisschen diesen diagnostischen Prozess aus dem Fallbericht hier euch nochmal darzustellen. Ja, wie wir ja schon wissen, ne, wir haben diese mittelalte Patientin, die nicht gravierend vorerkrankt ist, eben mit zunehmend Belastungsdyspnoe und auch diesem trockenen Husten und Gewichtsverlust, einem entzündlichen Syndrom und eben dieser dauerhaften Lungenarterienembolie und Beinvenenthrombose trotz Kompression und trotz adäquater oraler Antikoagulation, die ja eigentlich sehr gut sozusagen die Gerinnungskaskade, also die Hämostase dort hemmt. Und da suffizient wirken musste. Das heißt, eigentlich eine Stase müsste erfolgreich behandelt sein in dem Sinne und ein Problem von der Blutzusammensetzung, zumindest von den Gerinnungseiweißen auch. Das heißt, es ist wahrscheinlich entweder ein Problem am Gefäßendothel, dass das nicht ausreichend ist, oder es ist eben ein Problem mit der Blutzusammensetzung im Sinne der Blutzellen oder der Bluteiweiße, also jetzt nicht Gerinnungseiweiße, sondern sowas wie ein Waldenström oder so, ne? Und eigentlich vom Labor her haben wir da nicht so wirklich Hinweis, dass wir irgendwie eine myeloproliferatives Syndrom haben oder so. Aber diese Entzündungszeichen haben wir und die haben wir eben auch in der Bildgebung.
Das heißt, es bleibt so ein Stück weit die Vaskulitis da übrig. Und was hier auch ein sehr hilfreicher Befund ist, sind diese Pulmonalarterienaneurysmata, weil das eine ziemlich kleine Differentialdiagnose hat. Was bleibt da übrig? Da bleibt sowas wie Trauma, da bleiben so ein paar angeborene Herzfehler, die das mal bedingen können, wie eine Aortenismusstenose. Und da bleibt sowas wie eine Tuberkulose und eine Tuberkulose und eine Lues, die ja hier schon ausgeschlossen worden sind, weitgehend. Und die relevantesten Differentialdiagnosen aus dem Vaskulitis-Spektrum sind eben die Riesenzell-Arteritis und Takayasu-Arteritis, wobei es dafür nicht so richtig viele klinische Hinweise gibt, ne, irgendwie keinen Hinweis für ein Aortales-Syndrom. Und der Bechtet, wobei da wiederum die Hinweise fehlen, wie sowas wie Augenläsionen und Schleimhautläsionen und Genitalläsionen und Arthritiszeichen, was ja schon sehr häufig und typisch wäre. Und das haben wir hier aber nicht. Aber was wir haben, und das wurde auch schon ganz richtig gesagt, ist dieses sogenannte Hugh-Stovin-Syndrom. Und das ist der sogenannte Bechtet ohne diese ganzen Haut- und Schleimhautbeteiligung. Und eine super seltene Erkrankung, zu der ich dann gerne noch ein bisschen erzählen kann. Und dieses Krankheitsbild hat eben die Lungenembolie ausgelöst, eine chronisch thromboembolische Pulmonalhypertonie, sowie eben diese beiden Aneurysmata der linken Pulmonalarterie, die eben auch der Grund waren, dass man hier sogar operativ die Durchblutung wieder herstellen wollte, weil eben diese Aneurysmata so gefährlich sind potenziell und auch das sind, was diese Patientinnen und Patienten potenziell töten kann. Genau, ich habe noch so ein paar Punkte für euch vorbereitet und freue mich, dass noch so ein bisschen Zeit übrig ist. Aber vielleicht vorher noch zur Therapie und Outcome, wer den Fall konkret nachlesen will. Das ist der hier unten steht aus dem New England Journal von 2018. Wirklich sehr spannender Fall. Vielleicht das kleine Disclaimer. Ich habe den so ein bisschen zusammengerafft vom zeitlichen Verlauf, dass es hier für das Format gut nutzbar ist. Also es gibt so ein paar kleine Anpassungen und Ergänzungen, aber weitgehend ist das eben dieser Fall. Genau, von dieser Thromboenterektomie wussten wir ja schon unter Einsatz von der Herz-Lungen-Maschine, Patientin, wie gesagt, heparinisiert. Anatomisch gab es leider keine Interventionsmöglichkeit für diese Aneurysmata, so im Sinne von einem Coiling oder so, um die auszuschalten. Und die haben halt auch gesagt, durch diese starke lokale Entzündung an der Gefäßwand, die ist halt so stark prothrombogen, dass man mit der Antikoagulation gar nicht so weit kommt. Und das hat man hier auch sehr gut gesehen. Man behandelt das eigentlich synonym zu einem Bechtjet, weil es nur Fallserien gibt und keine randomisiert kontrollierten Studien bei diesem höchst seltenen Krankheitsbild. Deswegen hat man erstmal Prednison und Cyclophosphamid gegeben, aber das Cyclophosphamid hat nicht so gut geholfen. Deswegen hat man es im Verlauf auf Infliximab als TNF-Alpha-Blocker umgestellt und das hat dann halbwegs gut geholfen, muss man hier sagen. Patientin erstmal nach initialer Behandlung und vor allem dieser operativen Intervention mit einer deutlichen klinischen Besserung, sodass man sie dann vertretbar ambulant behandeln konnte und den Rest dann ambulant nachgesorgt hat, auch mit Therapieevaluation hat im Verlauf dann unter Infliximab schon nochmal in der Bildgebung geschaut. Da sind die Aneurysmata zumindest ein Stückchen kleiner geworden. Die Perfusionsminderung der Lunge hat sich deutlich gebessert, aber war teilweise noch vorhanden. Aber die Entzündungswerte sind auch deutlich abgefallen, sodass man hier von einem zumindest teilweise Ansprechen auf diese Therapie reden kann. Und ich habe vielleicht nochmal so zwei Teaching-Themenkomplexe, die ich jetzt nicht viel zu sehr vertiefen möchte, aber die ich glaube ich beide spannend finde. Das eine ist so Thema Vaskulitin und konkret das Hugh-Stovin-Syndrom und das zweite eben diese Thrombophilie. Geschichten, warum jemand eben rezidivierende Thromboembolien erleiden kann. Und zu den Vaskulitiden, das wurde ja auch schon gut gesagt, die sind ziemlich selten nur auf eine Gefäßgruppe begrenzt. Es gibt, man spricht von kleinen, großen und mittleren Gefäßen, die auch verschiedene Symptomatiken aufweisen. Und meistens sind das entweder Klein- und Mittelgefäßvaskulitiden oder Mittel- und Großgefäßvaskulitiden, sagt man. Man kann sagen, sowas wie Takayasu ist eigentlich eine Großgefäß- oder ja, Großgefäß-Arteritis. Oder so Kryoglobulinämie ist eigentlich eine reine Kleingefäßvaskulitis, aber die meisten haben doch Overlaps und es gibt halt sehr, sehr viele Krankheitsbilder, die ich jetzt nicht unbedingt alle aufzählen möchte, aber ja, die sicherlich bekannteren sind sowas wie Purpura Schönlein-Henoch, kleine und mittlere Gefäße, Polyarteritis nodosa, auch so eher mittlere und größere Gefäße, Ankervaskulitiden, eher kleine und mittlere Gefäße. Und letztlich ist es so, diese
Vaskulitis-Diagnosen sind schwierig zu stellen, weil es meistens nicht nur einen einzigen Test gibt, der dann hochsensitiv und spezifisch ist und dann ist das Krankheitsbild bewiesen, sondern man muss eine sehr gründliche Klinik herausarbeiten. Man braucht bestimmte Laborwerte, auch Antikörperdiagnostik, die aber häufig auch negativ sind. Besonders bei cryoglobulinämischer Vaskulitis und Ankervaskulitis sind die aber nützlich. Entzündungswerte sind natürlich regelhaft erhöht. In der Bildgebung kann man gegebenenfalls eben Zeichen sehen für geschädigte Gefäße oder Aneurysmata der Gefäße, was eben auch typische Folge der Entzündung wäre. Und die Histologie hilft einem auch oft weiter, ne? Gerade bei den Kleingefäßvaskulitiden sieht man gern, bei den Ankervaskulitiden, Entschuldigung, sieht man zum Beispiel gerne so sogar verkäsende oder nekrotisierende Granulome. Noch ein gutes Beispiel, ja, zum Beispiel cryoglobulinämischer Vaskulitis, kann man dann dieses Immunkomplex gut nachweisen im Gefäß. Deswegen hilft das schon oft auch weiter. Und auch hier in dem Fall hat das weitergeholfen. Die Autoren und Autoren haben gesagt, auch zur Unterscheidung zum Behçet. Behçet hat eigentlich ein neutrophilendominantes Infiltrat und Justovin-Syndrom hat eher ein makrophagendominantes Infiltrat mit wenig Neutrophilen, was wir hier auch gesehen haben. Zur Leitsymptomatik eben auch da, die hilft einem weiter, ne? Weil manche sind eigentlich typisch für eine Schädigung und Entzündung der kleinen Gefäße, manche eher für mittelgroße Gefäße und manche für die großen Gefäße, ne? Und allgemein haben die häufig eine B-Symptomatik, Entzündung der Gelenke und der Muskulatur und erhöhte Entzündungswerte. Für Kleingefäßvaskulitis typisch eben Entzündung am Auge, Hämoptysen bei Lungenbeteiligung eben durch Einblutung in die Alveolen, Glomerulonephritis ist häufig, deswegen unbedingt da Urinstatus und Urinsediment. Und auch da, wenn da grobe Auffälligkeiten sind, ne, sowas wie ja, eine Hämaturie mit Erythrozytenzylindern und vielleicht so Anisozyten oder so, dann würde man da auch niedrigschwellig eine Nierenbiopsie vornehmen. Pulmoneuritis multiplex ist auch typisch, also letztlich eine Nekrose durch die Entzündung von einzelnen Nerven, sodass dann so zum Beispiel ein Ausfall am rechten Unterarm sein kann, aber auch ein Ausfall am linken Oberschenkel, so kreuz und quer, was ja nicht so klassisch zu einer Polyneuropathie passt. Purpura, also Hautanblutung, Entzündung am Herzen, bei den mittelgroßen Gefäßen sowas wie Myokardinfarkt, Schlaganfall, Niereninfarkt, Mesenterialinfarkt oder eben Aneurysmata, wie wir es hier gesehen haben. Ein Großgefäßvaskulitis, eben Gefäßstenosen, Blutdruckdifferenz, so Clavien-Steel-Syndrom, auch wiederum akute großflächige Nekrosen, das ist alles so typisch. Zu dem Justovin-Syndrom vielleicht noch interessant, was einfach so eine seltene Erkrankung ist. Ja, es ist letztlich eine Autoimmunerkrankung und Vaskulitis der mittleren Gefäße. Wahrscheinlich ist eine Sonderform des Morbus Behçet, den inkompletten Behçet, das haben wir hier ja auch schon gehört. Und es ist wirklich seltener als 1 zu 1 Million Fälle pro Jahr. Männer sind häufiger betroffen, Krankheitsgipfel ist 20 bis 50 Jahre, da passt die Patientin hier gerade noch so rein. Zur Symptomatik, das habe ich auch in so einer ganz schönen, das steht auch hier unten, das fand ich sehr hilfreich. Das ist die größte Fallserie, die man in der Literatur finden kann, wo die auch einfach statistisch geschaut haben, welche Probleme sind wie häufig. Letztlich, die haben eigentlich alle oder fast alle eine tiefe Venenthrombose, Lungenarterienembolien, Dyspnoe, Husten und Hämoptysen, das ist alles total häufig. B-Symptomatik ist auch noch relativ häufig und auch die Pulmonalarterienaneurysmata bei über 90% der Patientinnen und Patienten. Was man aber eben nicht hat, sind so diese typischen peripheren Entzündungszeichen, die man eben auch im Status sehen könnte. Und eben Komplikationen haben wir auch schon ein paar gesehen. Ja, respiratorisches Versagen durch die Lungenembolie, chronisch-thromboembolische pulmonale Hypertonie mit einem Rechtsherzversagen und einem Chorpulmonale auf Dauer. Lungeninfarkte, Sinusvenenthrombosen sind auch eine mögliche, aber seltene Komplikation, eben mit epileptischen Anfällen, Kopfschmerzen, neurologischen Ausfällen. Und das Gefürchtete, was eben in der Regel tödlich ist, ist bei über einem Fünftel der Patienten eben eine Aneurysmaruptur mit Hämoptyr und hämorrhagischem Schock. Prinzipiell können aber auch Aortenabgänge, ja, können sich da Thromboembolien und Entzündungen bilden. Das ist aber auch eher selten. Diagnostik, einige davon haben wir gesehen. Duplex, Echo, CT, gegebenenfalls auch PET-CT, wenn man unsicher ist. Entzündungswerte, Gefäßbiopsie. Im Blutbild sieht man schon häufiger eine Anemia of Chronic Disease, die wir jetzt hier nicht hatten. Eine unauffällige Serologie und Thrombophilie-Diagnostik.
Serologie hatte ich ja gesagt, vor allem so Richtung Tuberkulose und Lues, einfach weil die auch solche Aneurysmata bedingen können. Und therapeutisch, auch wie wir es gesehen haben, eine Immunsuppression mit den hier gegebenen Medikamenten und ansonsten kathetergestützte und chirurgische Gefäßintervention. Manchmal, wenn es alle Aneurysmata in einem Lungenlappen lokalisiert sind und sonst die respiratorische Situation gut ist, kann man sogar über eine Lobektomie nachdenken. Und hier sind so ein paar Bilder, denn man sieht gerne so Milchglasinfiltrate im Bereich der Aneurysmata durch die Entzündung und das Gefäßleck. Hier sind größere Lungenembolien, auch hier mit einem Aneurysma. Genau, und hier sind eben Zeichen für eine Rechtsherzbelastung mit einem deutlich vergrößerten rechten Ventrikel. Genau, und hier, das will ich jetzt auch nicht ganz im Einzelnen durchgehen, aber ich habe mir einmal vor einiger Zeit mal die Mühe gemacht, so eine Art Übersicht zu erstellen. Was sind überhaupt Differentialdiagnosen für eine Thrombophilie? Gerade so Patienten, die nicht so alt sind und die rezidivieren, so thromboembolische Episoden haben, vielleicht sogar trotz Antikoagulation. Da gibt es halt einige genetische, ne? Sowas wie Faktor 5 Leiden, Antithrombinmangel, Prothrombinmutation, Hyperhomozysteinämie, aber es gibt auch lokale Stase-Syndrome durch angeborene Gefäßverläufe wie May Turner und Paget von Schröter-Syndrom. Ich glaube, das kann man sich im Einzelnen durchlesen, wenn dann das interessiert. Erworben, das, was man natürlich kennt, ist so Immobilisation und OP und Schwangerschaft und Wochenbett, Malignome. Habe ich auch mal hier statistisch die am häufigsten, das ist eben bei Lungenkarzinom, am zweithäufigsten bei Pankreaskarzinom, Platz 3 wäre kolorektal und Platz 4 Nierenzellkarzinom. Das Ganze ist auch in der Literatur beschrieben als Trousseau-Syndrom, das kann man vielleicht nachlesen. Myeloproliferative Syndrome wurden hier angesprochen. Antiphospholipid-Syndrom sollte man unbedingt mit bedenken und gegebenenfalls testen. Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura und Hus. Auch das ist mal nächtliche Hämoglobinurie, die ich jetzt hier auch nicht unbedingt ausführen will, aber auch die wurde angesprochen und auch davon haben wir ja schon mal einen Fall gesehen hier bei unserem Diskussionsformat. Nephrotisches Syndrom, wo man auch mehr sozusagen gerinnungsfördernde als gerinnungshemmende Faktoren verliert über die Nieren, Endokarditis, ja, sehr breite Differentialdiagnose. Genau, und dann vielleicht noch so mit als letztes, wann sollte man eine Thrombembolie überhaupt denken und erweiterte Diagnostik in Gang setzen, wenn man jetzt natürlich nicht bei einer 90-jährigen Patientin mit Erstereignis von einer Lungenembolie jetzt das ganze Thrombophilie-Screening aufrollt, aber eben rezidivierende Thrombembolien unklarer Genese, Alter unter 45 Jahren und eine positive Familienanamnese, rezidivierende Spontanaborte bei Frauen sollten einen vor allem an Antiphospholipid-Syndrom denken lassen. Typische Lokalisation von Thrombosen finde ich wichtig, ne, weil typischerweise hat man eben schon die tiefen Venen, vor allem am Bein. Aber was wirklich komisch wäre und einen stutzig machen sollte, wären eben Sinusvenenthrombosen, Milzvenen und Nierenvenenthrombosen, Niereninfarkte, Bad Chiari, also Lebervenenthrombose, Pfortaderthrombose und Mesenterialinfarkt. Das passt halt nicht zu diesen klassischen Thrombembolie-Geschichten. Genau, und letztlich Diagnostik haben wir ja schon einiges gesehen, eben sehr ausführliche Anamnese, Begleitsymptomatik, Differentialblutbild, Gerinnungstestung, Schwangerschaftstest, Entzündungswerte, Leber-Nierenwerte, dann ein bisschen spezieller ANA-Antiphospholipid-Syndrom-Diagnostik, Durchflusszytometrie wegen paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie, funktionelle Gerinnungsassays und Mutationsnachweis, Blutausstrich, eben ausführliche Bildgebung, um die Gefäße darzustellen, gegebenenfalls Knochenmarkfunktion bei Verdacht auf myeloproliferatives Syndrom. Ja, und da wäre ich am Ende. Und ein bisschen über eine Stunde war es. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ihr habt das ganz großartig diskutiert und dann am Ende sogar gelöst, was ich ganz grandios finde bei so einem seltenen speziellen Krankheitsbild. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Danke für die gute Übersicht. Absolut, danke. Bei der Pfortaderthrombose sollte man auch eine Zöliakie, Serologie machen, denn durch Mechanismen, die man nicht versteht, kann die Zöliakie Viszeralvenenthrombosen machen. Das ist aber natürlich auf das Venensystem, Mesenterium und Pfortader beschränkt. Ich finde das eine sehr gute Übersicht und ich danke sehr dafür.
Absolut. Ich will auch Danke sagen, wirklich für die Mühe und die Ausarbeitung. Es waren so viele tolle Tabellen auch dabei und viele Lernpunkte aus dem Fall. Ich habe wieder viel gelernt. Ist auch spannend, oder, dass die Patientin ein halbes Jahr lang symptomatisch war und dann doch im Labor eigentlich nur diese Entzündungswerte, also auch kein Anemia of Chronic Disease, weil wir das mal diskutiert haben, hatte. Definitiv sehr spannend und danke, Jonas und Dietmar, auch für die Diskussion. Und ich glaube, dann kann man das Recording hier stoppen.